kenne mich in der Scheiße nicht aus. Deswegen halt, Chat. Wirst du nicht benachrichtigt, wenn du eine Zuschauerorder bekommst? Doch. Aber jetzt. Was gestartet, ihr Scheißkind. Darf ich Beleidigungen sagen? Nein. Ach, Menno. Stream. Kino, egal, Box integriert. Schwierigkeit, ja, wir machen auch einfach. Wähle die Einstellung. Dialog auf Deutsch, Standard. Erstmal in den Game reinkommen. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Oh. Mongolen. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai. Gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Voll hübscher Asiate. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Soll ich treten? Ja? Ja? Cool. Drei Stück. Ja, auf jeden. Ist doch geil. Korrekt. Willkommen, willkommen. Beim neuen... Ghost of Tsushima. Ghost of Sushi. Alter, Ghost of Tsunami. So. Ghost of Godzilla. Psst jetzt. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Kein Problem, Bruder. Hölle! Sehr. Kann ich kämpfen? Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Siehst du dich, Schatz? Na ja, gut, dann hab du das im Auge. Samurai! Weil irgendwie... Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Kein Problem, Bruder. Willkommen, willkommen. Ja, das ist mein komischer Bruder. So cool. Ja, Mann, geil! Was haben wir noch bei? Mein Messer, Bruder! Katana ab die! Du hast gesehen. Ich kann den Chat aber nicht lesen. Bei mir ist mein Chat. Was ist bei dir? Da steht bei mir nichts. Schreib mal in den Chat was. Also. Boah. Ich
brauche euch. Er hat gesagt, das ist meine Katana, Bruder. Ich weiß nicht, wer ihr seid. So viel. Boah, jetzt geht's ab. Humor auf Kindergarten, hat nicht mal jemand gesagt. Ja. Auch wenn ja es uns das Leben kostet, wie ihr befehlt, Fürst Timura. Mal gucken müssen wir. Das sieht schon geil aus, Alter. Sei froh, dass die Konsole nicht ausrastet. Ja, Mann, wundert mich, Alter. Männer, wir müssen den Anführer erledigen. Ach, sieht echt geil aus, ne? Also, muss man echt sagen. Und dein Gesicht, du musst deine geile Glatze sehen können. Hi, ich bin Krillin. Ja, ja. Ja, Mann. Ja, ich will erstmal hier reinfahren. Schlecht, ja. Ja. Was macht man hier? Okay, das ist. Sieht so krass aus, Alter. Mach. Blut, der Spritz. Das Blut, der Spritz. Er muss auch hinkommen, Alter. Der Spritz, Junge. Ich würde den Chat nehmen, aber das ist nicht auf. Ja, hallo, sing doch nicht die Leute. Scheiße. Nein, hör auf, Mann. Jetzt fängt euch keiner Sound gerne zu. Wie gesagt, vergisst nicht, ein Abo dazulassen. Also es wird auf jeden Fall der erste Stream. Werde ich auf Twitch lassen, falls ihr also die Folgen verpasst habt, werde das auch in YouTube hochgeladen. YouTube! Ja. Oh! YouTube! Nein, ich muss reden. Mann, ich weiß. Alles klar, du bist der Chatbeauftragter. Ich bin sein. Wo muss ich lang? Richtung Saudi-Arabien. Dort, der Mongolenanführer. Im Chat. Ich bin bereit, Onkel. Alles leer. Alles wir leer. Tun ja, dann gemeinsam. Das. Mann. Da, hi. Ja, hi. Ach, sehr, da ist es. Ey, das geht. Auch ein guter Freund von mir. Ja, willkommen. Wir haben hier Krillin. Ja. Muten Roshi. Das geht, sehr, ja, nicht so viel. Wir streamen ja gerade. Ja, ich hab mal halt gesagt, ich mach mal eine Sonder-Dings und wir streamen bei Eden. War mein Bratan. Alter, halt deine Fresse. Halt dein Maul. Oh, er wurde abgeschlagen. Mit Pfeilen. Oh nein, Ching-Chong kommt auf Boden. Digga, One Punch Man. Ey, nix hier. Viel. Ach, der Besitzer von den 7 Dragon Balls. David! Was geht ab, Bro? Scheiße. Er hat schon recht, du siehst aus wie One Punch Man. Ist so, Alter. Achso, der kann nicht kommentieren. Ich bin Koko. So. Also, Vetter des Kugler. Ich guck dich nicht zu, kann aber nicht kommentieren, weil ich keinen Twitch nutze. Der arme Jasko. Bruder, ihr seid ein Krieger. Bruder, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet. Und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Vier Zuschauer. Ich brauche doch Zuschauer. Ich habe keine Zuschauer auf Twitch oder YouTube. Das ist eine Scheiße. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Wie denn? Ich lernte. Erzähl mal, komm! Ich kenne eure Sprache. Was? Eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und
welche brennen. Die Unterhaltung zwischen Murat und... Daher frage ich noch einmal, Samurai. Irgendwie einen japanischen Namen. Ja, bitte nicht. Ergebt ihr euch. Was ist mein Getränk? Hinter dir. Ja, die haben das echt geil umgesetzt. Also ich muss echt sagen... Primes abgeben, aber geht halt nicht. Ja, noch nicht. Ich muss, wie gesagt, ich muss erstmal diese 50 Followers voll kriegen. Und dann noch irgendwas. Und dann kann, geht das erst mit diesem Prime-Subs und alles. Ja. Also, wie gesagt, David, ne? Darf ich zumindest ins Rübsen? Nein. Alter! Oh, drücke X. Okay, ich drücke X. Was passiert? Guys. Ja, also ich muss halt erstmal Follower kriegen und so weiter. Dann geht das wohl irgendwie mit dem Prime-Sub. Also ich habe das auch alles ja, angemeldet mit Prime und alles. Ja. Ich hasse mein Leben. Ja, wir müssen hier ein bisschen Duftspray benutzen. Ja, ey, wie jeder, wenn, also die Leute, die mich kennen, ne? So wie ihr hier diese Wurst. Ich hab schwarzes Humor. Nein, danke. Was? Junge, ist er da nicht du? Hä? Er meint meinen großen Bruder. Ne, er meint alles gut. Was so, mit mir? Nix mit dir, er meint mich. Achso. Also er meint, ach, egal. Ja. So. Bruder, was nicht los mit dir? Wie komme ich hierher? Oh, was ist hier? R2. Sieht aus wie Hanzo Hasashi. Ja, ein bisschen irgendwie, ne? Scorpion. Finde ich aber auch, Alter. Der hat echt was irgendwie mit Hanzo Hasashi. Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Ich muss weiter. Hanzo hat so Fieber. Alter, sieht einfach mega aus, ey. Was ist deine Leittaste? Mongol. Ich brauche meine PlayStation. Ja, muss ich mal gucken. Ich muss erst mal gucken, wie ich deine Konsole da aufkriege. Jemand hat mich gerettet. Fünf Zuschauer. Mich hier versteckt. Korrekt, willkommen, willkommen. Suche nach deinem Katana. Ja, kein Problem, Bruder. Wo ist meine Katana? Du siehst aus wie so ein Er ist so nach Fischen suchen. La, 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 la. Ich gehe in hier rein, mache eine Tür auf. Ich mache extra meinen Status irgendwie scheiße, weil ich Bock drauf hat. Ich zwinge alle in meinen Stream, weil sie diesen Stream mitbringen. Ja, ein bisschen hört man. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein bisschen Fame ist gut. Ein Krieger? Glaub mir. Oh, hallo, warum hältst du das denn jetzt mit Licht vor der Kamera? Ja, du willst doch, dass ich das an Leute beitreten. Nee. Ja, aber doch nicht mit Kameralicht, du Wurst. Ja, dann ohne Kamera. Eine Rüstung. Komm, Stream. Kaputt. Aber besser als nichts. So. So, und wo ist jetzt mein Schwert? Keine Ahnung, man kann schnell. Hier ist kein Schwert. Schon so ein junger Mutenhoffen. Ist einfach so. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Ich erledige das. Die heiße Frau. Bitte, versteck dich. Tut mir nicht! Sio Domini! Ich habe Reis! Bitte, ich habe Leid! Bitte verschonen Sie mich, ich habe Leid! Ja, Mann, das fällt ja. Ja. Ich hab auch mal cool. Ja, das ist nicht was.
Hier ist mein Messer, Bruder. Ich bin Yoda. Was? Du bist Yoda? Ich bin ein Junge. Willst du dein Schwert? Folge mir. Was für ein Junge ist, ne? Lange war ich bewusstlos. Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Eine Frau. Hoffentlich. Yoda. Nicht jetzt. Mist. Runter. Ja, kein Problem. Alles klar. Das, weißt du, was das sind? Mongolen. Mongolüten. Ja, Genghis Khan und so. Ich glaube, hier trifft man auch auf Genghis Khan. Alle Ching schon gegen Genghis. Das ist halt cool. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Ich kann deine Mutter retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Der Siedler. Vergiss. Oh. Also, das haben die geil gemacht. Also, bis jetzt... Man hat Arsch gesehen. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Deine... Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Dein Amcha ist das. Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen haben ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich. Entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Ein bisschen höher stellen. Dort müssen sie ihn festhalten. Die Kamera. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Kommentar auf Twitch. Oder ich rette Fürst Shimura. Hilf ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Was ich höher machen? Er hat Kontakt zum Shogun. Kann Verstärkung rufen. Ja, ein bisschen höher stellen. Damit du dein Leben wegwirfst. Ist voll warm, ja. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Ich konnte den Kommentar nicht lesen, tut mir leid. Mehr Familie als ihn habe ich nicht. Ich hab's nicht geschafft. Los geht's. Tut mir leid. Ja, müsst ihr mal einmal nochmal reinschreiben, weil... Oder warte, vielleicht, wenn man noch Glück hat, dann kann ich das noch sehen. Weil, guck mal, bei dir wird das jetzt ein bisschen später abgespielt, keine Ahnung. Ja, das kann sein. Ich entschuldige mich auch halt auch für diese Verzögerung. Ich muss halt echt mal gucken. Also wenn ich. Mein Geld... Internet ist scheiße. Nein, das kommt nicht wie im Internet. Schon wieder sieht man. Das ist wegen, sehr schnell. Wegen PC. Also beim PC kannst du das besser verfolgen. Aber beim PC ist das nicht alles so late halt. Nicht so scheiße. Ich hab ja überlegt, falls mein Laptop wieder geht, dass sie das machen. Ich verstehe nichts, keine Angst. Man sieht das. Vorsicht. Plünderer in voller Rüstung. Sie reiten über die ganze Insel. Das Sklavenhalt. Tötet die Schwachen. Und niemand wehrt sich. Das sind Bauern. Hier durch. Nee, ich sehe das nicht. Ich kann das nicht. Los. Ja, geh mal über mein Handy hier über Twitch. Lauf, Bruder, lauf! Und dann fragst du dich, warum du nicht so viele Zuschauer hast auf Twitch. Warum? Guck dir mal deinen Humor an. Ich hab einen guten Humor. Nee, der ist zu kotzen. Was meint ihr, Jungs? Ich hab doch einen guten Humor. Ist doch lustig, oder nicht? So wie Peter Lustig. Ich schreibe alle Nein rein, bitte. Tut's für mich. Man, ja, man muss halt lustig sein. Man sagt ja, man soll er selber sein. Also ich bin ich selbst. Du verstellst dich gerade, aber... Ich verstell mich gar nicht, ja. Ich bin ich. Du bist auf Dächer. Plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Nein. Keine Sorge. Ghostbuster! In der Nähe. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte. Ach, guck mal, Sarah folgt jetzt. Das Haus gehört jemandem. Ja, korrekt. Komm nicht zurück. Tengsen. Tengsen, Alter. Also ich muss bis jetzt sagen,
es ist wirklich, also je nachdem, ich habe ja noch nicht richtig die Kampfszenen gesehen. Also bis jetzt finde ich das echt wie Assassin's Creed. Hier durch. Also so vom Aufbau mäßig mehr, weißt du? Was meint ihr? Schreibt ihr mal in die Kommentare. Also wenn, falls ihr Assassin's Creed gespielt habt. Ich weiß nicht so recht, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir neue Games einfach keinen nicht mehr Spaß machen würden. Halte Wache. Ghost of Tsushima ist aber auch so ein bisschen. Ich gebe zu, wenn es Kritikpunkte gibt, so ein bisschen. Es ist ein bisschen langweilig für mich, wenn ich das zocken würde. Boah, ich finde das geil. Also vor allem solche Stealth-Games. Also wo einfach vom Nixsoft. Rokochon ist. Ja. Also, was ich sagen wollte, ist, ich mag ja generell auch Stealth-Games, aber so, ich zocke immer so Games erstmal so, erstens, wo es halt richtig schnell ist, ich, wie gesagt, ich bin ja ein Sonic-Fan, aber ich mag auch bunte Games, auch so, die so ein bisschen bunt sind. Mhm. Aber Katanas sind geil. Aha, okay. Ich bin Jin Sakai. Dini-Boy. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch, euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Die haben das aber richtig geil umgesetzt. Das sieht schon geil aus. Den Schwert des Sakai-Clans. Wie so ein Film, also ein japanischer, dieser eine japanische. Rettete Leben und beendete Kriege. Mal Untertitel an, schreibt jemand. Ja, damit die das auch lesen können natürlich, ne? Das ist ja scheiße. Wir können das ja nicht verstehen. Ja, sofort. Warte, kann ich. Ja. Ah, da. Ist doch einfach. Ich zeige euch, wie man sich so verteidigt. Bitteschön. Ich weiß, wie man kämpft. Das ist das, was ihr wolltet. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Ja, habe ich gerade nicht dran gedacht mit Untertitel. Sorry. Ich. Okay. Oh, Gefühle für Mädchen. Das ist ein Amja! Zeigt es mir. Ich sehe schon ein Lächeln. Benimm dich mal. Ich hab das nicht so beleidigt. Oh Mann, ey. Man merkt, das ist mein Bruder. Er ist genauso ein Verrückter und wie ich. Dann zeigt mal, was ihr so. Oh, geil! Versucht mich zu treffen. Ja. Okay, Bruder. Versuch das. Hatta! Ey, komm, Bruce Lee, mach keine Angst, man hört dich nicht. Ja, bitte. Okay. Ah, okay, so halt. Ah, okay. Stich ab. Alles klar, Bruder. Da hast du es. Da, zeig mir, wie man kontert. Hallo. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Na klar. Ein gerechter Kampf. Stellt euch vor, zurück und setzt euch einen neuen zu. Mit jedem bedenklichen, schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Ah, zuerst... Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist, fälle ihn dann mit einem Schlag. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld und Disziplin. Auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Ein schwerer Schlag lässt Gegner taumeln. Dann ein Schlag. Ja, ja. Genug. Ich ergebe mich. Ihr lasst mich gewinnen. Keinesfalls. Hättet ihr ein richtiges Schwert, wäre ich tot. Wirklich? Ich würde euch nie belügen, Jim. Versucht zur Abwechslung meine Angriffe zu blocken. Ich werde euch nicht verschonen. Gut. Ah, okay. Gute Abwehr! So, blockt man, alles klar. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Alles klar. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Gut.
jetzt mit meiner neuen PlayStation 5 an. Ja, das ist die neue PlayStation 5. Die PlayStation 5 Mini Classic. hab ich von aus der Zukunft genommen. Mann, die arme Playsy. Ich hab mich mitgenommen in seinen Zeitreisewagen, hab ich von ihm so geklaut. Du erhältst Entschlossenheit, indem du Gegner tötest. Alles klar. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, okay, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Ihr müsst parieren, okay, bevor ich zuschlage. Wehrt nicht zu früh ab. Okay. Schöne Parade. Boah. Timing, Alter. Ja, Bruder. Warum? Gute Leistung. Das würde ich auch gerne mal wissen. Braucht ihr eine Pause? Ja. Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Na, das ist aber also auch ein bisschen so Timing-Sache. Also, es ist aber leichter. Wie bei Assassin's Creed. Reißt meinen Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Sekiro. Ja. Vorragende Kontrolle. Sehr gut ausgewichen. Denk daran. Ausweichen, dann Kontrolle. Ausweichen. Nach einem Angriff bin ich verwundbar. Aber schon sehr alles durch. Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai. Erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn? Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Also ich liebe das. Na komm. Komm. Sehr gut. Ich will erstmal was ausprobieren. Was denn? Wenn ich so mal jetzt blocke, wie lange ich blocken kann. Okay. Also es ist nur auch ein Test jetzt, wie lange der blocken kann. Ja, guck mal, blocken geht auch richtig lange. Scheiße. Sehr schön. Ich bin zum Stuhl geflogen, ey. Kannst du irgendwas trinken holen? Ja, hab ich mein eine König. Letzte Frage. Bitte? Danke. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jill. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Bedeutung von Ehren. Ehren. Ach, not your samurai. Oh, oh. Ich leg dich auf, an der Backe. So, der Vater, ich leg dich auf, an der Backe. So, komm her, Bruder. Mach seine Beine weg. Oh, das ist schon geil. Kann man doch auf ihn heißen? Nee, das ist nicht ein Pferd. Die Stelle sind recht nah. Kein Ragdoll-Game, schade. Wäre geil. Younes Amiri sagt, dass du hier lang musst.
Guck mal, ich hab schon Fiona Nahen mal rausgefunden. Das ist Juni. Du hast die Mongolen alarmiert. Oh. Ups. Du kannst nicht lesen, ne? Sorry. Komm. Ah. Gut. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Oh. Warte mal, hat die gesagt, die ist ein Pferd? Und er so, warum bin ich ein Pferd? Oder was hat sie doch noch zu ihm gesagt? Sie weiß, wo hier lang. Ach so, ich hab verstanden, du bist ein Pferd. Warum bin ich ein Pferd? Mehr Reiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Da folge ich lieber ein Tier. Ich sollte hier lieber aufhören mit diesen Reimen. Hm. Wir schleichen uns an, schlitzen in die Kehle auf und töten sie ohne einen Laut. Stichen auf. Ohne Ehre. Ich will nicht so meinen Kodex. Na, ja, aber du Opfer, das wird zwei. Ja, aber ich gut. Still dich, Eindringling! Ja! Ziele. Okay. Also Dragon Ball Stil, mit diesem Visier-Scheiß. Mhm. Aber wie die auch sterben. Ja. Die Luft ist gelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Muss ich an Metal Gear irgendwie denken? Nee, Dings. Die allerersten von Tekken-Teil so. Mehr Wachen. Keiner darf entkommen. Okay, keiner darf entkommen. Tine! Okay. Schöne bei Games, Alter. Ja. Du musst ja an Street Fighter denken. Oh, Bibi! Danke, mein Herr. Es hieß, alle Samurai wären tot. Ich hab dieses Kind einfach weggeworfen. Ich will euch irgendwo verstecken. Im Goldenen Tempel soll es sicher sein. Geht. Meidet die Straße. Und beschützt euren Sohn mit eurem Leben. Genau, tun sie das. Die Arschloch. Du hast dein Leben für sie riskiert. Sie konnten sich nicht wehren. Und ich kann nicht noch mehr von uns sterben lassen. Aber nicht nur sie brauchen dich. Mein Bruder. Die Mongolen haben ihn. Deshalb hast du mich gerettet. Taka ist meine einzige Familie. Und Fürst Shimura ist meine. Bitte. Ich will nur meinen Bruder zurück. Und er will sein Onkel. Ich werde dir helfen, nach der Rettung meines Onkels. Versprochen. Ich komme mit dir. Genau, Julius, mach das. Mann, rede mal bitte jetzt. Er stand jetzt gleich vor uns. So keine bekloppten Sachen zu erwähnen. Sie heißt aber Julius. Sie heißt Yuna. Julius Amiri. Ja. Pension. Komm. Gehen wir zu den Pferden. Ja, warte, lass mich hier erstmal gucken. Hier. Erstmal hier, na, ne? Wir kennen's. Ja. Looten, ja, klar. Denkst du mal, kann ich überhaupt in diesem Game looten? Ja. Ist hier was zum Looten? Nein. Ne. Ja, einfach die anderen Tür benutzen, anstatt einfach rauszuspringen. Wer kennt's nicht? Vandalen. Ah, okay, guck mal. Geil. Ja. Ja. Das sind also man kann ordentlich was machen, ja. Geht schon geil. Ein Glück für Sie. Und uns. Welches Pferd willst du? Eine Mischung aus. Also von. Ich finde das sieht cool aus. Es von Mythologie weiß. Her aus erinnert das mich an Sekiro. Aber von Game-Stil her aus erinnert mich an Assassin's Creed. Irgendwie so eine Mischung aus beiden habe ich das gesagt. Ruhig. Er passt zu dir. Er braucht einen Namen. Ahmed. Wie nennen wir ihn? Sora. Sora, Himmel,
So, KG, Schatten, Nubo, Vertrauen. Alter, Kage wäre eigentlich auch ganz okay. Ich kann es den Hokage bald nennen, so weißt du? Oh, guck mal, Hokage, mein Pferd. Das ist Hokage. Schatz, sag du, wie sollen wir ihn nennen? Vertrauen, Himmel oder Schatten? Genau, Pinguin. Was sagst du? Schatten, Kage. Yoshikage Kira. Wir nennen ihn Kage, Jungs. Kage. Du hast den Namen Kage, Schatten, für dein Pferd ausgewählt. Dieser Name wird dein Gefährte für die gesamte Dauer eurer Reise tragen. Bist du dir sicher? Klar, Jung! Ich bin gleich ein. Echt? Ja. Warum? Weil das Game so spannend ist, dass ich müde werde. Von Kondome zu... Vor Kommode, meine ich. Oder Kommode. Alle weg. Darf ich jetzt scheiße reden? Der streamt ja immer noch. Okaneda. Dein Onkel ist da drin gefangen. Kanade. Burg Kanake. Die Wände sind zu hoch zum Raufklettern. Wir könnten sie ablenken und reinschleichen. Nein. Wir gehen durchs Haupttor. Kotun Khan verbrannte unsere besten Schwertkämpfer. Demütigte meinen Onkel. Schlachtete die Krieger von Tsushima. Ich werde ihm seine Taten vergelten. Indem du die gleichen Fehler begehst, wie deine Freunde töteten. Das werden die Mongolen glauben. Doch diesmal schlage ich zuerst zu. Warte hier, bis ich sie erledigt habe. Der ist tapfer. Der ist mutig. Ah, Herausforderungskämpfe. Näherst du dich feindliche Gebiete, kannst du Gegner zu einem Kampf herausfordern. Halte Dreieck gedrückt, wenn sich dein Gegner nähert. Lasse Dreieck los, sobald angreif, um ihn mit einem einzigen tödlichen Schlag zu besiegen. Ah, okay. Der hat Mut, das ist gut. Ich komme Mut. Wegen Fürst Shimura. Yuga, hol dich her. Geil! Boah, das erinnert mich an Metal Gear Rising. Hammer geil, Alter. Das ist nicht so überrascht. Vor allem, wie das Blut einfach auch darüber spritzt. Alter, mega geil. Das sieht echt nicht so langweilig aus, wie ich dachte. Schon cool. Der langweilig ein spaßiges Game wieder. Aber wer weiß, ich brauch mal ein zu früh, ne? Die wird halt einfach nur die Fresse geschmiert. Das ist das Beste. Ja. Oh. Oh, geil. Ey, so nochmal nachchecken. Buff, weg mit dir. Das finde ich gut. Also man kann doch ein bisschen schnetzen, aber je nachdem, wenn mehrere Gegner kommen, wie das dann wird. Ich wünsche, man könnte die Köpfe abpacken, das wäre noch witziger. Es ist ja 16 oder 18. 18. Aber dann will ich schon Brutalität auch davor erwarten, irgendwie. Na, du siehst schon ordentlich was. Ja, man sieht nur Schlitz und so, aber ich will Köpfe abpacken, ich will ja Beine abpacken. Das will ich nicht sehen. Aber es wurde ja eher lustig nachge... Los, weiter! Ihr könnt nicht zurück! Oh, was? Oh Gott! Kanone! Wie viele Schuss ist das? Weiß noch nicht. Weil es ist schon nur 41. Bist du noch fett oder was? Ja. Ja, ich muss nämlich zum Arzt. Noch. Wir können nicht weiter! Ich muss. Geh zurück. Allein? Halt den Weg frei.
Wenn ich Fürst Shimura finde, müssen wir schnell verschwinden. Ich mache die Pferde bereit. Wozu? Wenn ich nicht bald zurück bin, reite in den Wald. Na, man, oder? Sieht man was? Na, keine Ahnung. Na, guck mal, die Kostüme glitschen wieder Menschen rein. Das hat sich in Games. Ein Kritik bei jedem Spiel. Aber jetzt mal ernsthaft, was ich richtig geil finde. Nach langem haben mal wieder Entwickler so ein bisschen aufs Gameplay geachtet. Na, es ist halt von den Machern. Die Grafik ist nicht die beste, gib zu. Aber was die geil gemacht haben, ist das Gameplay. Oh ja. Es kommt wieder rein, dieses Spaßgefühl. Einfach es weiterzuspielen. Das stimmt. Das war bei vielen Games immer verloren. Ja, ich muss aber echt Sucker Punch Lob geben. Das ist Sucker Punch. Ja, ja. Das ist ja von den Machern von Dings. Infamous. Infamous? Ja. Das ist ja kein Wunder. Und die machen echt. Also Infamous war mega geiles Spiel. Vor allem. Das ist immer Infamous oder so. Ja, Infamous, Infamous. Also ich finde es einfach nur geil, dass man da wieder Spaß hat wirklich bei Games. Dass man das weiterspielen will. Anstatt die anderen Games immer sagen so, ja, langweilig. Geht da nichts weiter, hab keinen Bock mehr. Mit Fallen schießen, Stoßen und Bogenschützen ein. Ja, du hast einen Zuschauer. Ja, es ist hier. Achso. Die Gummibären bauen hier. Mann. Hallo? Ja, man muss echt timen. So okay. Jetzt sehe ich das. Weißt du, wie ich das nennen würde? Hm? Die Vorgeschichte von Hanzo Hasashi. Ja, du bist auch so ein Hanzo Hasashi. Es erinnert mich an Mortal Kombat, so als wenn so, weißt du, so ein Skorpion von früher noch so im Krieg so unterwegs war, die ganze Stadt da, das alles erinnert mich halt so hart, ne? Es sieht schon geil aus. Das ist so heftig gemacht. Ich bin Japaner und du sterbst. Samurai! Meine Gear Rising 2.0. Die Mongolen sind schon auch nach ihrem Namen bekannt. Kotodan! Kotodan! Ich bin Jin Sakai, der Neffe Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. Jin! Jin! Euer Onkel hat mir viel von euch erzählt, Jin Sakai. Ich zeige ihm seinen Neffen, gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Arschloch. Jin! 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 Jetzt ist eure Zeit, Fürst Sakai. Komm her, Vögelchen.
Pflanzen sind manchmal zu viel. Dein Onkel sieht dir zu. Schon Arsch dabei, ey. Ja. Das ist angreifbar. Ja. Ich schwätze auf die Kehle auf. Ja, hat man, hab ich doch die ganze Zeit gemacht. Man muss diese Kreise voll haben. Nein. Haben wir ihn auch noch nach? Ergebt euch. Och nee. Okay, guck, man kann das. Also man könnte das, glaube ich, schaffen. König der Löwen. Was steht da drauf? Was geht? Nicht viel bei dir? Wer ist das? Weiß ich nicht. Wessen Name steht da? Jaden. Oh, was geht? Hilfe. Was hat er geschrieben? Was geht? Achso. Ghost of Tsushima spielen. Ghost of Tsushima spielen. Wer ist das jetzt? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich glaub, dein Vater. Ja, mein Vater glaube ich an japanischer Mythologie, du Depp. Der Turkey Smirky. Hm. Oh, Junge, hallo Grandma. Es ist Zeit. Ich komme. Für was? Die ganze Insel. Ande, Ande! Mann, bleib mal ein bisschen ruhiger. Kannst du sie nicht fortschicken? Ihr müsst euch zeigen, Jin. Ihr seid Yuriko. Jetzt das Oberhaupt des Sakai-Clans. Ja. Ihr seid nicht Grandma. Allein, Jin. Euer Vater ist der Wind in eurem Rücken. Eure Echt? Mutter. Die Vögel in den Bäumen. Und, Onkel? Das wird er euch sagen. Bei der Bestattung eures Vaters. Danke. Voll die geile Oma, Alter. 420, 69, ja? Für euch da. Was für 420, 69? Ja, verstehe ich auch gerade nicht. Soll der Junge da reinschreiben? Irgendwas muss der damit gemeint sein. Ging der Schutz des Volkes über alles. Wie so ein Counter, so ein Time-Counter. Oh, die PlayStation rastet schon aus. Geht eigentlich. Aber die rastet schon aus. Ich mach schon auf PlayStation Airlines gerade. Nö, finde ich nicht. Turkish Airlines. Bei Dings ist die viel lauter gewesen. God of War. Und bei Black Desert. Ne, Black Desert ist auch nicht mehr lauter. Nee, nicht mehr? Mhm. Ich konnte ihn nicht retten. Ich war ein Feigling. Jin. Was meinst du mit 420, 69? Was willst du mir damit sagen? Ja, Jaden, was meinst du damit eigentlich? Ein Timecounter? Oder willst du hier wieder so. Oder willst du hier ein auf zweideutige Sachen hier schreiben? Weil sowas gehört. Wenn ja, dann sowas gehört nicht in meinen Stream. Und ihr? Ja,
Ich bin ehrlich, wenn man hier so zweideutige Sachen hier reinschreiben muss, dann... Ey, ihr wollt mich doch verarschen! Wer ruft dann? Jo. Hallo? Er ist immer bei euch. Wer ist das? Hä? Nee, nicht Sekiro, das ist Dings hier, Ghost of Tsunami. Ghost of Tsushima. Morgen. Kommt ihr zu meiner Festung. Als mein Mündel. Ja, Ghost of Tsushima. Mega geil, das Game. Einfach nur mega. Aber man muss... Ching Chang Chong Ching, wir haben ja auch gelegt. Wer war das? Das ist Jaden. Der hier, der geschrieben hat. Ja, ja. Fehlen. Aber man muss halt echt teilen, weißt du? So nach Timing und... Du musst einfach nur einen Rhythmus haben, mehr nicht. Der Ossi spielt dann gerade das Game auch gut spielen. Ja, also die Gameplays, die du ja im Internet, falls du dir welche angeguckt hast, oder ihr auch da draußen, also falls ihr euch das angeguckt habt, die Gameplays, der Typ, der das gespielt hat oder als diese Gameplays gezeigt hat, das war einer, der hat das perfekt konnte das spielen. Das ist... Ich will auch eine Katana. Kauf dir eine. Was? Kauf dir eine. Ich hab kein Geld. Wir arbeiten. Ich bin 13. Gibt's auch Kinderarbeit. Und dann fragst du dich, warum du von mir immer eine Faust bekommen möchtest. Folge dem Wind. Alles klar, ich folge dem Wind. Das ist doch richtig heiß. Folge dem Wind, Bro. Und du findest deinen eigenen Guru, deinen Frieden. Also guck mal, allein schon hier, ne? Also wärst du jetzt bei sowas hier bei God of War, würde die ausrasten. Also die, ich finde, die ist echt ruhig. Die ist bei den Cutscenes, wird die lauter. Das ist aber normal, ist eigentlich. Kann ich mal verstehen. Das heißt also, so gesehen, diese Cutscenes sind halt wirklich mit diesem 3D-Effekt eingebaut. Aber guck mal, Mortal Kombat ist so, das waren ja eigentlich so ganz normale Cutscenes. Das haben die einfach so irgendwie gemacht. Mhm. Dass es halt einfach nur eine Szene war. Die haben das irgendwie so imitiert, dass es halt auch irgendwie noch In-Game-Dings ist. So. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber du weißt, was ich meine. Naja. War alle, ich guck dir mal schon allein die Umgebung und so an, ey. Ja, Juni. Ja, was geht? Jin, was ist los? Ich fand Fürst Shimura. Ich hätte ihn retten können. Doch der Khan war dort. Willkommen. Wer ist das? Ich ließ ihn nicht. Weiß ich nicht. Ja, Jin. Immerhin bist du unversehrt. Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai. Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen. Schwach zu sein. Hab ich gar nicht, Mann. Weiß ich nicht. Ich hab nicht vergessen. Was klar warst du, Mann? Du hast gelernt. Dir geht's noch gut, oder? Klar. Muss man alles kennst du den nicht? Tun, um Teddy? Hast du was gelernt? Der Khan erwartet einen Krieg gegen die Samurai. Und ich dachte, ich bin wird unsere Schritte vorausahmen. Ja, frag denn, mal der Wurst, die da unten liegt. Jo, Schwinguin. So nennt sich der Fürst Shimura. Doch, sie ist Schwinguin. Unsere Heimat. Wir brauchen Hilfe. Nee. Weiter. Die Kampfhunde ist nichts? Das sind ich auch so viele. Nicht. Deckung, ins Gras. Was? Ins Gras, okay. Hey, okay. Ganz ruhig. Ja, sie hat gesagt, ich soll ins Gras. Was hab ich gesagt? Sein Maul halten. Bin dir Gott treu! Was labern die denn? Vivi und Tina. Keine Ahnung. Irgendeine Hat du was gelernt? Sind da Leute noch drin im Stream? Ja, Jaden. Ist noch einer drin? Nee. Okay. Was? Die suchen nach mir? Warum suchen die nach mir?
Die Hunde haben die Pferde verjagt. Das sind Samurai-Rösser. Junge, wenn der von dem Hoch runterfällt, da ist eine Leiche. Warum sucht man dann nach einem? Was für eine Scheiß-Story. Kage. Der zweite Hokage. Wirklich nett. Hokagechen. Wenn er der achte Hokage oder der siebte. Na, das ist Hokage der Pferde, ey. Ich lenke sie ab. Der Hokage der Pferde. Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben. Erst brauche ich mehr Verbündete. Richtige Krieger. Wie Sensei Ishikawa und Fürstin Masako Adachi. Sie können Adachi helfen. Mein Bruder kann auch helfen. Echt? Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld. Alles klar, Bruder. Er schmiedet dir, was du brauchst, um deinen Onkel zu helfen. Meine Schwester. Etwas zum Erklettern der Burgmauer? Was du brauchst. Taka schmiedet es. Erst ab 18 haben wir schon eine Szene zwischen den beiden sehen. Du weißt schon, was ich meine, oder? Wer weiß? Weiterhin und hör dich auf. Weiß man nie, ne? Ich komme nach. Wir machen die. Taka überlebt nicht lange in einem Mongolenkäfig. Ist da noch jemand drin? Wir werden deinen Bruder retten. Ja, noch jemand. Und deinen Onkel. Ja. Holst du den Onkel? Hurra! Machst du nicht diese? Sendet ihr mir sogar den Scheiß Link? Ja. Yeah. Er sitzt doch neben mir hier. Siehst du den nicht? Fick den Finger von mir! Danke, Jason. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll, aber irgendwas hätte ich damit anstellen können, ja. Ich würde sagen, hey, guck mal hier, Link für das scheiß Livestream. Abgekettet. Für Shimura. Obwohl, das ist schon eine gute Idee. Ich kann es einfach meinen Status packen. Genau. Obwohl das eigentlich eine scheiß Idee ist. So. Ach, egal. Rein mit dir. Ab hier würde ich sagen, dass wir hier ab hier jetzt mal einen kleinen Cut setzen. Da ich, Hast du keinen Bock mehr oder was? Nein, ich muss morgen früh aufstehen. Ist doch Glatzkopf. Ja, der freut sich über meine Glatze. Ich weiß nicht warum. One Punch Man, Alter, Krillin. Falls ihr die Folge nicht verpassen wollt, also mehrere Folgen, ich werde ab morgen, werde ich das weiterhin streamen. Ja, ich guck nicht zu. Ja, und dann sehen wir uns, würde ich sagen, ab, je nachdem, 14, 15 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später. Lasst du gerne ein Abo da? Abonniert mich lieber. Aber auch. Und abonniert den nicht. Nein, folgt ihm sonst auch gerne über Twitch, wenn er streamt übrigens VR-Spiele. Auf YouTube aber. Auf YouTube. Obwohl, wegen Gordon bin ich letztes Mal gekickt worden und ich habe voll viele Hitlike bekommen, weil. Naja, und auf jeden Fall, wenn ihr die Folgen verpasst habt oder so, da könnt ihr mir auch über YouTube folgen. Mhm. Da ist mein Name ChenAG173. Da seht ihr halt auch Clips und alles von mir. Ja. Dann würde ich sagen, haut rein. Und Arrivederci. Arrivederci, was Arrivederci? Mann, machen.